Wenn Angriffe fehlen, hat man immer ein kleines Problem. Also jetzt auch hier bei der bei der Liga-Findung eigentlich, aber hier mal eben auf einen anderen Account, auf den Toto. Bei der Liga-Findung. Irgendwas habe ich da auf dem Monitor. Denn es ist gar nicht mal so einfach, jetzt hier zu bestimmen, wer bleibt hier, beziehungsweise wer geht rüber jetzt zur Liga und sollen nämlich keine Angriffe wie gestern fehlen. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, im Moment sind wir hier ganz hart am Aussortieren, aber ich kann euch sagen, der Clan Deutschland Ed hat noch ein bisschen Platz für 13, 12, 11 und also Rathausstufen. Und wir haben einen neuen Clan erschaffen, also falls ihr Interesse habt, meldet euch ruhig mit einem kurzen Text. Und zwar sind das die ist das die Totos Bande. Dort bin ich, glaube ich, im Moment fast alleine, nicht ganz alleine. Aber hier haben wir etwas erschaffen. Der Fry ist zwar da als Elfer drin, aber der ist auch gerade so ganz, ganz frisch Elf. Den kann ich nicht als Elfer irgendwo anders gebrauchen. Hier haben wir für Rathaus 10, 9 und 8, denke ich mal, eine kleine Liga erschaffen. Also wenn wir hier 15 wären, dann spielen wir hier auch Liga, damit auch endlich mal wieder die kleinen Rathausstufen so ein bisschen in den Genuss einer CWL kommen. Also einer SSCWL. Supercell SCCWL, Supercell Clan War League, so heißt es richtig. Und aber wie gesagt, hier fällt es mir im Moment schwer, überhaupt 14er wegzuschicken, denn wir waren hier immer 15er und 14er, wenn nicht sogar 13er. Jetzt sind wir ein bisschen höher gerutscht, ja. Jetzt sind wir in Meister 2 und möchten uns dann natürlich gerne halten. Und deswegen glaube ich, falls denn doch ein 15er mal nicht kann oder so, behalten wir hier vielleicht noch bis 16, 17, 18 noch die 14er hier. Können wir gar nicht. Nur bis 17. Sodass wir wahrscheinlich unten nochmal durchtauschen oder so. Also es fällt mir aber unheimlich schwer, hier überhaupt 14er wegzuschicken. Vermutlich müssen wir das noch nicht mal machen. Ich glaube, die 14er kann ich hier behalten. Wir sind mal gerade so 17. Das heißt, wenn wir 15 spielen, kann ich unten in jedem Fall, denke ich mal, ganz entspannt durchtauschen. Ja, durchtauschen konnte ich gestern allerdings leider nicht. Es war ein fataler Abend, Leute. Es war wirklich ein fataler Abend. Aber wenn dir gleich von Anfang an Angriffe fehlen, dann hast du natürlich ein Problem. Uns fehlten leider Angriffe hier gegen die Suspicious Minds, nee, Minis. Deutscher Clan ist mir auch erst eine Viertelstunde vor Schluss aufgefallen, dass wir gegen deutschen Clan gespielt haben. Glückwunsch. Und entgegen ihrer Clan-Beschreibung haben die auch nicht alle angegriffen. Das heißt, dem Clan haben auch Angriffe gefehlt am Ende. Aber bei uns leider von Anfang an, wir waren unten zwei 12er und dort waren zwei 13er und wir haben nicht mal die 13er down bekommen, geschweige denn da unten die 14er down bekommen mit 15ern. Und ja, irgendwann hat der gegnerische Clan dann so ein halbes Stündchen vor Schluss einfach dicht gemacht. Ich meine, dann ist es auch, sage ich mal, eher einfach, dass hier die 15er, die 13er machen oder die 12er sogar machen und hier oben einfach nur zwei Sterne holen, das reicht. Wir haben das leider nicht so gut kompensieren können, vor allen Dingen haben wir uns dann im unteren Bereich ziemlich hart gequält, muss man echt mal so sagen, ziemlich hart gequält. Aber ich zeige euch trotzdem zwei Angriffe hier von uns, denn den fand ich ganz schick hier. Der Hunter ist natürlich auch ein 15er, ja, weil irgendwie hab ich den als 14er schon nicht geschafft. Gutes Dorf hier. Gleich mal kopieren, ihr 13er. Vielleicht was für die jetzige Liga. Aber mal sehen, wie er hier eigentlich überhaupt vorgegangen ist. Mit ein bisschen Invis, mit ein paar, ja, die werden ganz, ganz spannend, Leute, die super Minions. Und nicht die Super Minions, die Schleichkobolde, Entschuldigung, die Schleichkobolde. Denn die werden es am Ende reißen, aber wie knapp das ist, das werdet ihr im Laufe des Angriffs sehen. Und ja, haben wir gestern Abend live gemacht, heute Abend auch wieder live, also dran denken, Leute. Twitch.tv, schräger Toto Clash, jeden Tag in dieser Woche ein Livestream Minimum. Und beginnen tun wir immer eigentlich gegen 21 Uhr. Ich könnte eigentlich immer schon ein bisschen eher. Vielleicht setze ich mich auch einfach mal ein bisschen eher hin. Denn irgendwann kann ich nicht mehr bis um 12 oder um 1 streamen. Weil dann auch die Leute hier
nächsten Tag arbeiten müssen, beziehungsweise ich natürlich auch, gar keine Frage. Und deswegen ist mein Ziel eigentlich immer so gegen 7, 8 zu beginnen. 9, also 8 ist realistisch, 7 nicht so wirklich. Aber 9 muss es dann auch nicht sein, sodass wir dann mindestens hier so 2-3 Stunden schön so ein bisschen Clash of Clans spielen und über das ein oder andere dann auch fachsimpeln können, reden können, vielleicht sogar noch den einen oder anderen für eine Liga gewinnen können. Das wäre natürlich super, wenn uns das gelingt an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ob er die jetzt aufgemacht hat, da die Karre. Kam da überhaupt was raus? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kam da überhaupt was raus? Aber ihr seht ja schon, der eine Fassroller hier geht zur Mitte. Und da jetzt nichts zur Mitte geht hier, also da nutzt auch keine E-Titanin jetzt irgendwie einen Sprung oder so Richtung Rathaus, snackt er sich das hier weg mit Sneakies. Und das war so knapp. Guckt euch das an. Oh mein Gott, war das knapp. Eieieiei. Aber gut, 3 Sterne sind 3 Sterne. Aber trotzdem sehr, sehr ärgerlich, wenn ein schon von 20 Angriffen eigentlich 4 von vornherein fehlen, die du einfach ausschließen kannst. Oder aber die machen oben 2 Sterne bei 15ern und dann gehen die 15er gleich auf die 13er hier und warten nicht erst lange, sondern machen die gleich weg. Das geht natürlich auch, allerdings müssen dann auch die 12er so stark sein und dann 2 auf 14 oder auf 15 holen. Und das ist ja auch nicht immer einfach, also ist auch nicht immer gegeben, dass man sagen kann, easy peasy, machen wir mal eben. Sondern auch das ist immer manchmal, oder nicht immer, sondern manchmal recht schwierig. Ansonsten schaffen die das natürlich auch gegen 15er. Ja, aber ich denke mal nicht wirklich dauerhaft. Und dann gab es auch so Angriffe, die halt auch sehr, sehr eng waren. Thorsten, 94% hier. Time Fail, klassisch. Ja, so ganz klassisch nicht, aber ja, trotzdem ärgerlich, ehrlich. Und dann vor allen Dingen waren wir ja prozentemäßig drüber. Ne, am Ende verloren, aber mehr Prozente und ein Stern einfach mehr irgendwo hier hätte gereicht, denn wie gesagt, der Gegner hat hier auch ja viele Angriffe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Angriffe gar nicht erst gemacht, brauchten sie aber auch nicht, aber steht natürlich auch in der Clan-Beschreibung, wie es aktiv bei den Clan-Spielen oder im Chat, machst immer 2 Angriffe im CV, na klar, machen die das, ne? Mussten wir ein bisschen drüber lachen, dass sie das auch nicht gemacht haben. aber ach, sehr ärgerlich. Aber ein Lalo ohne Lalo haben wir auch noch gehabt. 15 auf 14 hier von Nachtschatten. Also ein Lalo ohne Lalo. Und der Angriff war schon, der war wirklich übel, muss ich sagen. Also da war wahrscheinlich von Nachtschatten die Wut noch im Bauch, denn vorher hat er auf dem 14er 99% geholt. Und den hat er direkt danach gemacht. Ich denke mal, da war so ein bisschen der Frust oder die Wut noch mit im Bauch vom vorherigen Angriff, so nach dem Motto, das kann ja wohl nicht sein. Das ist natürlich auch dann eine ganz, ganz bittere Pille. Naja, aber was willst du machen? Was übrigens heute Nachmittag kommt, da komme ich gleich nochmal drauf zu. Da, ja, das mache ich besser am Ende. Also, ich habe jetzt auch die Streamtitel mal so ein bisschen angepasst und auch die ganzen Panels etc., sodass das bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall ein bisschen übersichtlicher wird. Aber wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann fragt ruhig. Es gibt hier im Chat eine wunderbare Community bei mir, die wirklich sehr, sehr familiär aufgestellt ist und so familiär vor allen Dingen, dass sie sich gegenseitig schon begrüßen abends, was ich natürlich sehr, sehr süß finde, weil viele kennen sich jetzt auch schon relativ lange. Die wissen, wie ich ticke, ich weiß in etwa, wie die ticken und dann kann es da auch schon mal so ein bisschen lustiger werden, sagen wir mal so. Aber wie gesagt, wenn ihr da irgendwo Fragen habt oder was auch immer, dann könnt ihr die natürlich gerne dort platzieren und setzen, aber vielleicht sucht ihr ja noch eine Liga oder einen Platz für euren 10er, 9er, 8er. Würde mich in jedem Fall freuen, wenn wir, ja, wird natürlich eine anstrengende Woche dann für mich, in 4 Clans CWL spielen. Das wird dann mal, ja, so ziemlich mit fast allen meinen aktiven Accounts. Den einen oder anderen lasse ich dann doch noch weg. Und würde mich natürlich super, super freuen. Also wenn es darum geht,
dass wir hier fresh mal die Liga betreten, denn im Clan Totus Bande machen wir das frisch. Das heißt also, dort wird die Auslosung dann sicherlich super spannend sein, wo wir gematcht, gerankt werden. Ob wir jetzt dann nur auf 15er treffen mit unserem 10er oder ob wir vielleicht sogar so ähnliche Sachen haben. Aber ihr seht das hier, der Lalo ist noch nicht gespielt, ne? Der Lalo ist noch nicht gespielt. Also ein Lalo ohne Lalo. Naja, okay. Oder ein Queen Charge Lalo ohne Lalo. So heißt es eigentlich. Naja. Ah, schönes Ding hier, aber trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Aber wie gesagt, wenn Angriffe oben fehlen oder unten fehlen, dann musst du die irgendwie kompensieren. Ihr kennt das selber. Ich meine, manchmal mache ich das ja extra. Ne? Manchmal mache ich das sogar extra, dass uns unten Angriffe fehlen. Denn ich bin auch jemand, der ungern eigentlich meine Leute rauskickt hier. Aber wenn ich inaktive Leute habe, dann gucke ich schon mal so ab und zu über die unteren Ränge vor allen Dingen hier. Die 12er und 11er hängen hier doch sehr, sehr gerne nur ab, anstatt hier mal ein bisschen aktiv auch in den Clankriegen mitzuspielen. Und dann schnappe ich mir schon mal ein, wo ich sage, komm, den nehme ich jetzt mit hier. Ich sag mal hier den Neon-Musik, den nehme ich jetzt mit, weil der ist rot. Vermutlich macht er Helden. Ich meine, dann ist es natürlich sowieso legitim, aber er macht auch tatsächlich Helden da oben. Der Warden wird hochgeballert. Und dann schmeiße ich den auch nicht raus. Aber sonst kannst du natürlich jemanden als Leader einfach mitnehmen in den Clankrieg. Du weißt, der greift nicht an. Und dann kriegst du ihn danach raus mit der Prämisse, also mit einem schönen Text. Wenn du wieder aktiv bist, kannst du gerne wieder anfragen. So kann man es ja machen. Naja, sei es drum. Im Moment habe ich nicht mehr. Mit dem Toto hier, ja, muss ich hier weiter forschen. Da war ich gestern auch ein bisschen frustig. Habe dann mir noch ein Heldenbuch gekauft für den Poison Lizard hier auf 9 und auf 10 habe ich dann ein Hämmerchen genommen. Jetzt noch den Frosty. Also auch hier geht es stetig so ein bisschen bergauf und wir sind nach wie vor so ein bisschen am Sortieren hier, wo wir, nee, das mache ich immer mit Avatar, wo wir jetzt in der Liga sind. Also wir haben, glaube ich, im Clan Deutschland-Ad noch ein wenig offen. Ich gucke mal, wie viel wir da schon sind. Da können wir schon, ja, da können wir jetzt sogar schon eine 15er spielen mit Wechselspieler, aber letztes Mal haben wir auch eine 30er hinbekommen und das sollten wir dieses Mal auch hinbekommen. Ich meine, ich weiß gar nicht, warum die hier jetzt noch zögern. Wir spielen keinen Clankrieg mehr, also jetzt unten die 12er, 11er, die sollen einfach rübergehen und wer hier jetzt auch nicht rübergeht, sage ich mal, zum Ligaspielen, den schreibe ich mir auf und dann schmeiße ich die Leute dann danach raus, weil was nützen mir Spieler, die hier die Clankriege nicht spielen und die hier auch nicht die Liga in irgendeiner Form annehmen. Also mit annehmen meine ich, ich biete die ja irgendwo zu Hause an, wo sie dann die Clankriege spielen können, aber wenn sie es nicht annehmen, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dann spielen die lieber solo für sich und das können die dann auch ohne Clan machen oder halt in einen anderen Clan. Ja. So viel dazu. Also wenn euch Leute von Anfang an unten fehlen, hat man natürlich ein Problem, aber ihr kennt dieses kleine Problem. Das muss man dann irgendwo kompensieren. Haben wir diesmal nicht geschafft. Glückwunsch an den anderen Clan. Kopf hoch oder Nase rümpfeln oder wie es auch immer heißt und dann geht das auf jeden Fall weiter. Ja, wird eine harte Woche. Liga-Woche. Liga fängt morgen an. Noch ein kleiner Hinweis. Sammelt eure Sachen auf hier. Ich habe das auch noch nicht ganz gemacht, weil ich ja immer so die Hoffnung habe, vielleicht kommt ja noch ein Update und ich brauche das Book of Fighting denn doch für was anderes. Aber hier muss ich das ein oder andere noch, ja, tatsächlich noch irgendwo einsammeln. Muss ich mal sehen, wo ich mir da die Gems wahrscheinlich für hole, weil ich gestern halt auch 500 Gems wieder für ein Buch ausgegeben habe. Und deswegen, ja, lasse ich das erstmal jetzt auf mich zukommen. Liga-Woche in 4 Clans, bin ich echt mal gespannt. Also guckt ruhig rein, auch heute Abend wieder in den Livestream. Dort könnt ihr dann auch gerne anfragen, beziehungsweise wenn ihr noch einen Clan sucht, dann kann ich euch irgendwo einsortieren. Vielen lieben Dank, Leute, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Danke, danke, danke. Bis dahin, euer Toto. Bestes.